Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Wir stehen hier noch bei Rawlins und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Im letzten Video vor dem Nebraska DLC, worüber ich jetzt auch noch gleich einiges an Sachen besprechen werde oder sprechen werde. Was uns da denn erwartet. Mal schauen, wohin es geht. 841 Kilometer mit dem Square Baller nach Baller vor allem Square Baler ne Rundbein, wie auch immer die deutsche Bezeichnung für ist, nach Athese für 60.000. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Ja, dieser Truck wird ich wahrscheinlich nicht nutzen, also was heißt wahrscheinlich, den werde ich auf alle Fälle nicht nutzen. 84.000 Pfund, 71 Dollar pro Meile. Okay, here we go. Denn es ist ja wie jedes Mal, wenn ein Update rauskommt, wenn ein DLC rauskommt, viel mehr, dann können wir wieder abstimmen, mit welchem LKW ich dann das fahren soll. Aktuell halt noch, welchen LKW ich mir holen soll. Hier wieder hier raus. Das ist eigentlich. Ne, ist richtig. Irgendwie vom Gefühl deutlich lauter als sonst. So allgemein gesehen auch für mich. Sprich, die Abstimmung, die finale Abstimmung, die läuft seit jetzt 12 Uhr. Die geht noch bis 12 Uhr morgen. Also, ihr habt jetzt noch so roundabout. Je nachdem, wann ihr das wieder halt anschaut. Weniger als 16 Stunden Zeit, um da abzustimmen, mit welchem Truck ich das fahren soll. Genau, denn dann geht es auch direkt morgen mehr oder weniger schon los. Was heißt morgen? Ja doch, also morgen kommt es ja raus. Morgen endet dann die Abstimmung. Sprich, dann werde ich. Okay, jetzt müssen wir eben überlegen. 16 kommt das raus, dann okay. Komme ich denn darauf, dass es am 17.05. dann das erste wieder rauskommt? Schön mit der brennenden Tonne. War das auch vorher schon oder ist das so ein Ding, weil es Nacht ist? Also meistens kommt es ja, das wird es ja glaube ich rausgebracht so gegen 18 Uhr oder so. Also da wäre es jetzt halt in dem Fall doch schwieriger. Also wahrscheinlich, also vielleicht schon am 17. Ansonsten am 18. kommt erst wieder raus. Andererseits, es kann natürlich sein, okay, wir kommen noch keine, wir haben keine Rundumleuchte. So, 841 Meilen. Ich muss auf alle Fälle nochmal tanken. Es kann natürlich sein, jetzt fahren wir schon wieder denselben Weg zurück, ne? Gibt es noch einen besseren Weg? Wir schauen sowieso nochmal nach, wo wir jetzt fahren. Gut, wir fahren wieder Interstate 80. Sprich, ja, wir fahren wieder Interstate 80 hoch. Die bei so way hier auch erweitert wird, aber da kommen wir gleich noch zu. Fahren dann bei Cheyenne runter. Auf Interstate 25 an Fort Collins vorbei, an Denver vorbei, an Colorado Springs vorbei, natürlich Pueblo. Über Retton und dann geht's kurz auf den Highway 84, ganz kurzen Abstand auf die über die Interstate 40, dann geht's den Highway 54 und Highway 285 weiter durch Roswell und dann sind wir schon bei Artesia. Schon ist gut. Aber es kann natürlich sein, dass ja gut, wahrscheinlich schon. Also vielleicht geht es auch hin, dass ich dann am 17. dann halt das Video aufnehme und dann auch rausbringe.
Das sind wahrscheinlich zwei Fahrten, aber wir müssen mal schauen, wie das Cruising Nebraska Event ist, wie viele Meilen man da machen muss, ob man überhaupt Meilen absolvieren muss oder ob es wieder so ist wie in wie bei Kansas, dass wir im Grunde genommen eigentlich nur alle Städte abfahren müssen. Seit gestern gibt es ja auch jetzt das große, also das wirklich große mit 24,5 Gigabyte 1.50 Update von ETS2. Da gibt es jetzt auch für die Schweiz ein neues Trade Connections Event, quasi Trade Connections Switzerland. Gesagt, seit gestern, da wird dann das erste Video am 19.05. rauskommen, weil jetzt gerade noch die Umfragen laufen, mit welchem Truck ich den DOS dort beschreiten soll. Die erste Umfrage ist jetzt heute abgelaufen um 12 Uhr, die nächste kommt dann morgen um 12 Uhr und dann die Finale übermorgen um ebenfalls 12 Uhr. Sprich, da geht es dann am Sonntag, den 19.05. los mit Videos, mit den Fahrten, zum Trade Connections Event. Da wollen wir eben kurz auf irgendeiner Seite 80 fahren und dann liegen wir los und hypen uns schon mal ein bisschen auf, ein bisschen vor auf das Nebraska. Ups, DLC. Ja, mit dem Cornhusker Nebraska State fangen wir erstmal an mit der Natur. Ne? Da erwarten uns natürlich auch wieder jede Menge Sachen. Auch teilweise Sachen, von denen ich halt vorher, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe und nicht gewusst habe. Klar, dass Nebraska in den Great Plains ist, das war mir schon bekannt. Aber neben den Prärien der Great Plains gibt es auch die Sand Hills Region, wo man quasi halt ne, Dünen mit Gras bedeckt hat. Ich gehe mal davon aus, ich habe mich damit noch nicht näher beschäftigt, das ist wahrscheinlich, wobei kann natürlich auch sein, dass es Wanderdünen sind, aber ich glaube eher weniger, ich glaube das ist eigentlich eher so ein, wahrscheinlich ne, Sanddünen, wo dann halt Gras aufgewachsen ist und so weiter. Weiß ich nicht, vielleicht wisst ihr es ja. Könnt ihr mich jetzt auch schon gerne aufklären. Und in Meprin und den Sand Hills gibt es auch jede Menge Flüsse. Darunter auch den Platte River, der komplett durch Nebraska geht. Und von den Grasdünen über die Kurzgrasprärien mit Hügeln und Bergen. Und den für die Agrarwirtschaft auch gut geeigneten Mischgrasprärien geht es dann auch rüber zu den Hochgrasprärien. Es ist gerade ein bisschen blöder Ort hier gerade, um auf den Notizblock zu gucken. Also es ist jede Menge dabei, also wie gesagt, Grasdünen, Kurzgras. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das umgesetzt wird, so mit Kurzgras, Hochgras und so weiter. Da können wir uns, glaube ich, schon sehr, sehr doll darauf freuen, auf die ganze Landschaft mit den Hügeln und mit auf den Bergen, den Flüssen und die Fahrt durchs ganze Land. Die wird auch begleitet, wie gesagt, durch den Platte River. Also wir werden den Platte River sehr viel, vielleicht ist auch Platte River, werde ich wahrscheinlich mich nochmal vorher nochmal kurz nachschauen, ob denn die Aussprache mit Platte River richtig ist oder ob es ja Platte River ist. Ich bleibe einfach mal bei Platte River. Wie gesagt, verbindet oder viele Brücken
verbinden die Städte über den Platte River. Sprich, wir werden viele Brücken haben. Wir werden aber auch sehr viel am Ufer des Platte Rivers entlangfahren. Ebenso werden wir auch begleitet von den ein oder anderen Wildblumen am Straßenrand, auch Sonnenblumen etc. pp. Bin auch schon mal gespannt, wie so die landschaftliche Gestaltung auch vor allem bei dem Vorbeifahren mit 65 Miles Power oder 55, wahrscheinlich so eher im 65er Bereich, wie stark denn dann die Sonnenblumen und Wildblumen denn in Erscheinung treten. Und waren das Sonnenblumen? Ja, ne? Oh ne, das war kein Plan. Ja doch, es müssten, glaube ich, Sonnenblumen gewesen sein. Oder waren das Gänseblümchen? Ich glaube Sonnenblumen. Wobei ich mich nicht an Sunflowers erinnern kann. Ja, wenn man eine Sache nicht aufschreibt und nicht mehr weiß. Während unserer Fahrt werden wir dann mal müde werden oder unseren Truck reparieren wollen oder mal tanken müssen. Geht natürlich nicht an jeder Tanke und nicht an jeden Truckstop, aber da können wir dann den richtigen auswählen von fast 30 Truckstops, die mit ihrem Flair immer wieder, also mit unterschiedlichen Flairs und mit ihrer Gestaltung immer noch den Flair von Nebraska widerspiegeln. Bin aber mal gespannt, wie das dann wirkt. Oh, Nebraska, gut, wie viele andere Staaten, aber Nebraska hat natürlich auch eine sehr hohe historische Vergangenheit, so dass damals mit den ganzen dass der Oregon Trail, der Wagon Trail, so gesehen, dass der ja auch durch Nebraska geführt hat und auch damals hat Nebraska schon eine wichtige Rolle gespielt als Verbindung vom Osten zum Westen durch die Great Plains. Den Oregon Trail, der wurde auch vom Team an verschiedenen Orten, also was an verschiedenen Orten, natürlich an den Orten, wo es in der Realität auch mal durchgeführt hat, wurde da verewigt. Also man kann auch den Oregon Trail so ein bisschen in Anführungszeichen verfolgen, zumindest man kann ihn immer wieder entdecken, während man durch die moderne Infrastruktur zieht. Und auch heute ist noch Nebraska, wie in der Vergangenheit, ein wichtiger Teil, in diesem Fall jetzt auch durch das Zugnetz, durch das Güterzugnetz, ist ein sehr wichtiger Bestandteil für die amerikanische Railway-Industrie, so Railroad-Industrie, okay, wir machen den jetzt ja Platz. Und Nebraska hat halt auch den weltgrößten Güterbahnhof, die Bailey Yard in North Platte. So, mal kurz auf die rechte Spur wechseln. An dem halt 10.000 Waggons pro Tag verarbeitet werden. Formulieren wir es mal so. Und so wie ich es rausgelesen habe, hat die Bailey Yard auch einen Golden Spike Tower, den man auch entdecken kann. Die man ja entdecken in Form von sehen kann. Und dieser Golden Spike Tower hat in der Realität, falls ihr mal dort in der Nähe seid und euch für Züge interessiert, hat auch einen Besucherzentrum, wo man einen guten Ausblick auf die Yard hat, oder was heißt auf die Yard, zumindest einen guten Ausblick auch hat, was das ganze Geschehen dort betrifft. Und es kann halt echt nur den größten Bahnhof geben, oder den größten Güterbahnhof. Da gibt es natürlich neben der Bailey Yard auch noch viele verschiedene kleine
Bahnhöfe und Güterbahnhöfe und Yards, wo man auch hinliefern kann. Ich bin mir gerade unsicher, ob man jetzt auch auf den größten Bahn, auf die Bellyard liefern kann. Ich gehe mal davon aus. Hat sich für mich jetzt im Nachhinein nicht so rausgelesen. Aber lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Obwohl wir schon beim Anliefern sind, dürfen ja natürlich auch die Städte fehlen. Da haben wir natürlich auch, wie neben North Platte, haben wir auch Städte wie Grand Island, Norfolk, Columbus, Lincoln und Omaha, die das Ganze dann komplettieren. Oh, ich muss tanken. Hoffen wir mal, dass in der Nähe Truckstop ist. Wollen wir mal nachschauen, ob ich nicht vielleicht doch jetzt hier noch bei Cheyenne raus muss? Wobei, nee, das dürfte ja... Ah, das hat alles nicht auf der Interstate. Ist natürlich wieder super. Dann müssen wir mal kurz einen Truckstop nehmen, entweder rechts oder links. Ist auch wurscht, aber wir müssen noch mal kurz raus. Wollen wir noch mal kurz tanken und dann fahren wir mit den neu dazugekommenen Industrien. Bis wir die neu dazukommen werden. Setzen wir damit dann fort und fahren wir damit fort. Die Frage ist, wo fahren wir jetzt hin? Ich würde mal sagen, wir fahren links. Stay right. Wir gehen. Oh mein Gott. Der Diamond Interchange. Ich wollte vorwärts fahren. Das ist ja auch ein super Ort dafür, eine Ampel, ne? Hätte man ja ruhig da in der Mittelinsel quasi zwischen die Betonpfeiler da, beziehungsweise die Betonbarrieren platzieren können. Wir jetzt gleich rausfahren. Okay, ich bin natürlich falsch um. Also, weil ich ja mehr drehen soll. Das ist natürlich auch sinnig. Dann machen wir das doch mal. Finde ich auch wieder super, dass es gerade dunkel ist und nicht einfach eine Stunde gebraucht habe zu vorbereiten. Dementsprechend jetzt auch schön reinkickt. Hätte ich ein bisschen früher wahrscheinlich schon einschwenken sollen. $4.10. Oder für $969 tanken wir 236 Gallonen. Aber noch gut gemacht. Dann wollen wir wieder raus. Wollen wir uns auf den Weg auf die Interstate machen? Zum
Glück wenig los, weil es, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Wieder so eine dämliche Ampel im Weg? Ich hoffe nicht. Naja. Keine Ampel. Aber wohl scheint jetzt nicht so förderlich im Weg gewesen. Er geht wieder auf die Bar, auf ihr Set. 80. Wie spät haben wir es? 1:25. Gut, es wird nochmal Tag werden. Dann werde ich irgendwann auch nochmal wieder was sehen können. Denn die Sonne ist schon wieder gut am reinballern. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei Industrien. Also, da kommt natürlich wieder einige Bekannte dazu, aber auch einige neue. Um genau zu sein, drei Stück mit diversen Features, die angegriffen sind. Und zum einen gibt es einen Wohnmobilhändler, wo man halt neben Wohnmobilen auch Buggys, Geländefahrzeuge und Quads abholt, hintransportiert und so weiter und so fort. Natürlich müssen die Fahrzeuge irgendwo herkommen, dafür gibt es eine Nutzfahrzeugfabrik, die neben den Produkten für den Wohnmobilhändler oder andere Fahrzeughändler auch U-Bahn-Waggons produzieren. Die wird man wohl sehen können, ob man die transportieren kann. Ich glaube schon, ich denke mal schon. Also es wirkte zumindest so. Kann auch sein, dass es nicht so ist, dass man die einfach nur sieht und nicht transportieren kann. Aber interessant. Vielleicht kann man die dann hier auch irgendwann transportieren. Oder sie sind inbegriffen mit dem, mit der Erweiterung, also mit der, inbegriffen mit dem Spezialtransport DLC, was auch jetzt erweitert wird für Nebraska. Sprich, wenn ihr gerne Spezialtransporte fahrt in ATS, könnt ihr das auch in Nebraska tun. Hier wird es auch was neue Frachten geben und neue Routen dementsprechend, weil, ne, vorher gab es ja keine Routen in Nebraska. Und da wir schon bei der Natur waren und mit den guten gemischten Grasprärien, die ja perfekt sind für die Agrarwirtschaft, gibt es auch eben im Dienste oder im Sinne und im Dienste dieser für die geernteten Sojabohnen eine Sojabohnenfabrik, wo diese dann weiterverarbeitet werden, sowohl für für menschlichen Gebrauch als auch für den Tierfutter und Kraftfutter. Und eben Mais, wie gesagt, schon Sojabohnen für die Sojabohnenfabrik. Mais natürlich wegen, ne? So, mal kurz nachgucken. Wie ist es noch gleich? Weil ich es jedes Mal wieder vergesse. Cornhusker State. Vermutlich, Übersetzung ist, denke ich mal, Maisschäler oder so. Das heißt Cornhuskers Maisschäler laut Google Translate. Aber, soll ich passen. Und halt wie gesagt den Sojabohnen und anderen Getreidesorten gibt es auch eine Zucker, gibt es auch Zuckerrüben und die müssen natürlich auch nicht nur geerntet und so, ja, nicht nur geerntet und angebaut werden, sondern sie müssen natürlich auch weiterverarbeitet werden. Dafür gibt es halt dann dementsprechend eine Zuckerrübenfabrik in Scotts Bluff. Wenn ich meine Schrift, die über andere Schrift rübergeht, von der oberen Zeile richtig erkennen kann noch, würde das Scotts Bluff sein, mit hohen Silos,
Das darf natürlich auch nicht fehlen. Denn wir sind halt stinklich in Amerika, wo alles ein bisschen größer ist. Ja, genau. Wo wir größer sind. Nebraska hat eine 3,31 Rinder pro Person Rate. Dementsprechend. Das sind scheinbar schon. Okay, doch, wir sind schon kurz vor Denver. Ich dachte schon, wir sind noch ein bisschen weiter bei Colorado Springs, aber dafür sind wir noch nicht lange genug gefahren. Apropos noch nicht lange genug gefahren, 7 Stunden. Okay, ich muss auf alle Fälle nochmal pennen. Gar kein Problem. Genau, ne? Also Rinder dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die werden wir auch schön an der Weide sehen. Grasen und Wildblumen fressen. Und natürlich wird es auch dementsprechend einige Farmen und Ranches geben, wo diese eben sind. Wo wir gerade dabei sind, ich muss mal gleich kurz umblättern. Denn ungünstiger Zeitpunkt. Jede Farm, jede Ranch im Nebraska DLC ist handverlesen und somit einzigartig. Sprich, es ist nicht einfach nur ein 1, so gesehen ein größeres Prefab, sondern es ist vergleichbar, wie wir es jetzt auch schon gerade eben sehen konnten, so ein bisschen mit in Rawlins oder wie wir es auch viel bei den ganzen Chemiestädten hatten und Industriegebieten, ist es halt. Haben wir ein bisschen was zu sehen und alles nicht einfach, sondern handverlesen, wie gesagt. Wo wir gerade bei einzigartig sind. Jetzt wird es spannend, jetzt wird es interessant. Man muss dazu sagen, es ist noch die erste Phase davon. Die erste Version, sprich. Es geht zwar schon publik, aber es ist noch nicht final, sprich, es kann natürlich auch Bugs geben oder es kann natürlich noch einige Verbesserungen in Zukunft geben. Darauf werde ich zwar jetzt nicht ganz so stark eingehen ins Detail, aber wir werden es bestimmt auch nochmal erleben. Dafür werde ich mir aber noch einen eigenen Anleger holen, Auflieger holen müssen, so wie ich es verstanden habe. Denn es wird an bestimmten Agrardepots in Nebraska. Stay left. Wird es ein brandneues, dynamisches Lade- und Entlade-Feature geben. Wie gesagt, erste Phase, erste Version, muss man bedenken, aber dynamisches Laden und Entladen, das klingt doch schon mal sehr nice. Dynamisches Laden und Entladen, das kennt man, vielleicht kennt ihr es auch, falls ihr auch Zugsimulatoren und so weiter kennt und mögt, könnt ihr es daher kennen. Da war es auch schon in Train Simulator so, auch in Train Sim World 2020 dementsprechend, also quasi mit dem CSX Heavy Hole. Da gab es ja auch schon dynamisches Lade- und Entlade-Feature, wo man jetzt beispielsweise Kohle geladen oder entladen hat. So ist es auch hier vergleichbar. Also man hat dann, so wie ich es verstanden habe, geht das allerdings nur, zumindest habe ich es rausgelesen. Wenn es nicht so ist, werden wir sehen, aber es macht Sinn, dass es halt nur mit den eigenen LKWs bzw. mit den eigenen Grain Hopper Trailern geht. Weil, ne, wenn wir einen Trailer abholen, so wie jetzt in diesem Fall jetzt hier den Baler, dann, was war es mal, Square Baler. So, der Baler ist ja schon beladen. Mit dem eigenen Auflieger würden wir den da quasi noch beladen. Also, er würde jetzt quasi, ne, wie wenn man jetzt schlafen würde, würde er jetzt beladen werden. Also quasi, ne, ein Ladescreen und dann ist er beladen.
Aber in diesem Fall ist es dann halt dynamisch, sprich, wir holen uns auch während das Event noch läuft. Wahrscheinlich, wenn ich es abgeschlossen habe, werde ich dann auch einfach nochmal weiterfahren. Dann werde ich mir einen eigenen Grain Hopper Trailer holen. Und dann können wir mit diesem, der hat dann halt unterschiedliche, der kann halt unterschiedliche auch hier, ne, Bereiche haben quasi. Hat halt ein Bereich, wo es reinpasst, dann einen anderen Bereich. Also man kann entweder in quasi den ganzen Laden, sprich von 0 auf 100, oder erstmal den einen Bereich, dann ist man bei 50%, dann den anderen Bereich, das ist bei 100%. Oder halt umgekehrt, ne? 100 zu 50, 50 zu 0. Sprich, dafür scheint man wohl einen eigenen Trailer benötigen zu müssen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also ich bin schon mal sehr gespannt, wie das in diesem Fall umgesetzt ist. Wie sich das ganze Feature auch noch entwickelt, wie das ausgeweitet wird. Ob das halt nur jetzt... Gut, es könnte natürlich sein, dass es vielleicht auch in bestimmten Depots, wo es halt möglich ist, dass es dann irgendwann auch ausgeweitet wird auf jetzt beispielsweise Kohleerz oder Stein oder Kies und Kiesel. Allerdings halt erstmal nur für, ne, mit dem Grindhopper. Da können wir uns mit Sicherheit schon noch auf sehr viele, viele coole, auch dynamische Features freuen in der Zukunft. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal sehr drauf. Ja, die Kohle haben wir ja, wir sind jetzt gleich, ne? In 450 Meilen haben wir nochmal 60.000 mehr, dann sind wir bei, ja, so knapp 1.380.000, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Gut, das wird nochmal ein bisschen untergehen, aber weil ich mir noch einen eigenen Faktor noch hole, bin ich mal gespannt, wie das wird. Die Umfrage kommt ja erst noch für mich. Freude ist ja schon halb da. Schon fast durch quasi. Also ein bisschen Investment wird noch da sein, aber ist ja auch gar kein Problem. Insgesamt 250.000 wahrscheinlich für den Truck und Trailer. Hat man zumindest noch ein anderes Ziel jetzt während des Ganzen. Also ich werde, wie gesagt, erstmal stinknormal fahren. Also ich weiß gar nicht, wie viele Fahrten das sind. Ich meine, im direkten Sinne ist das auch noch gar nicht, weiß man auch noch nicht wirklich. Also wissen wir persönlich noch nicht, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt, ist noch nicht bekannt, wie so die Bedingungen sind für das Cruising Nebraska Event. Das Trade Connections Switzerland Event, da ist schon bekannt, was die Anforderungen sind. Aber das werden wir dann, wie gesagt, sehen. Der Welt ist halt erstmal normal fahren, in Anführungszeichen, und dann halt, wenn ich das Personal Goal quasi erreicht habe, dann geht es dann weiter mit dem eigenen Trailer, wo ich mir dann den Grainhopper Trailer hole. Und eben diesen ganzen coolen neuen Features mit den mit der coolen Natur, mit den neuen Frachten, die natürlich auch dazukommen, aufgrund der neuen Industrien und den ganzen handverlesenen Farmen, gibt es natürlich auch jede Menge Denkmäler, jede Menge Denkstätten. Ne, wir kennen es ja von den Amerikanern nicht anders. Viele Denkmäler, viele Memorials. Und wie gesagt, es wird auch noch die Fortsetzung der legendären Interstate 80 geben.
Natürlich gibt es auch jede Menge kleine malerische Orte. Also ich meine, das sind mindestens 6 Stück. Gestern, oder 6 bis 8 Stück, die aufgezählt wurden in dem einen Blogpost. Es gibt auch viel Kunst, also viel wahrscheinlich Graffiti, wobei auch sehr, sehr viel vielleicht auch gezeichnet, aber wahrscheinlich eher gesprayte Kunst an den ganzen Wänden. Das wird auch cool werden. Alles zu sehen, zu entdecken. Ich denke mal, ich werde dann auch wieder, auch wenn ich es ja in diesem Fall jetzt nicht mehr mache, weil ich ja sonst immer Screenshots gemacht habe von den Fahrten für die Thumbnails, werde ich wahrscheinlich mir auch jetzt wieder so ein bisschen halt ein paar Fotos davon machen. Und ja, mal schauen, wahrscheinlich dann bei Discord, dann auf dem Discord-Server von Gaming Empire, Link in der Beschreibung, werde ich dann die Fotos davon auch reinposten. Und natürlich gibt es auch jede Menge malerische Aussichtspunkte und unter Umständen kann man auch einen außerordentlichen Aussichtspunkt entdecken, der gar nicht auf der Karte ist. Wo keine Straße hinführt, die auf der Karte verzeichnet ist. Also haltet eure Augen auf. Nicht nur im Verkehr, nicht nur auf die malerische Landstraße, sondern auch auf versteckte Straßen. Also ich freue mich da schon sehr drauf. Auch wir werden natürlich auch so mit der Railyard, mit dem Railroad Network, werden wir auch sehr viele Züge sehen, sehr viele Züge, sehr viele Gleise, an denen wir vorbeifahren, wo wir dann Züge fahren. Also das wird auch nochmal schön und ich darf schneller fahren. Dann machen wir das doch mal. Na, dann wollen wir mal wieder zur Waage. Never mind. I'll find a new route. Und wir erreichen New Mexico. Ein Gesamtgewicht von 67.284 Pfund. Das ist ja schon wirklich im perfekten Zustand, das wissen wir. Aber das ist uns jetzt auch erstmal regelrecht egal. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit nicht in Artesia, aber wenn wir die Möglichkeit dort haben, werde ich den Truck nochmal gleich reparieren. Auch wenn wir den ja in der nächsten Folge, im nächsten Video nicht fahren werden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt das Cruising Nebraska Event, das ist ähnlich wie das Kansas Event, dass wir, je nachdem wie viele Städte es gibt, dass wir halt dementsprechend halt x amount of Aufreger fahren sollen, halt nicht jede Stadt. Ohne eine Schreckenbegrenzung. Dass es quasi nicht so ist, dass wir jetzt irgendwie in eine unterschiedliche Bundesstaaten fahren müssen dafür. Jetzt nicht so wie bei Trade Connection Switzerland, wo man 10 verschiedene Länder befahren muss, also von Schweiz nach Land X oder von Land Y nach in die Schweiz. Aber gut, ist natürlich auch wahrscheinlich, weil es ja nicht Trade Connection, aus dem wir sprechen, macht, ist auch schon, also schon sinnig, dass man 10 verschiedene Länder anfährt.
Ebene, entweder mit der Klippe. Ja, das sind schon coole Landmarks, die wir hier haben. 5 Stunden, 3 Stunden, 30, ja gut. Durch das Trödeln auch nochmal ein bisschen Zeit verloren. Jetzt werde ich mal schauen, wo wir uns dann hinhauen, auf welchen Truckstop. Fällt gerade auf, dass das ETS-2-Video am Sonntag sogar noch früher rauskommt, als im Normalfall es gewesen wäre, weil ja am Sonntag auch noch geplant ist. Also ich werde gleich nochmal rendern. Danach werde ich dieses Video bearbeiten, rendern. Für Sonntag ist halt, sag schon, Transportfieber-Kampagne angesagt. Die vorletzte Aufnahme, die ich quasi noch rumliegen habe vom alten Rechner oder vom neuen Rechner, weiß ich gerade gar nicht. Ich dachte vom alten sogar noch. Sprich von dem mit dem Nachfolgermodell der Grafikkarte, die jetzt hier drin ist. Bevor es kaputt gegangen ist. Oder? Weiß nicht. Ich glaube schon. Das werde ich dann gleich rendern. Dann werde ich auch gleich einen Download weiter fortsetzen von ETS 2. Aber das dann ja passen, dann werden wir, ich weiß gar nicht mehr, welche Garage ich hier geholt habe, werden wir in, gucken wir mal nach, werden wir in Cheyenne, ich hab gerade gefahren, guck mal kurz verwirrt, werden wir in Cheyenne dann den, wobei, wir können ja sogar, sind das 5 LKWs oder gehört der Fahrer, der Trailer noch dazu? Trailer sogar einzeln, gut, dann. Wie viele Aufträge kann man denn in der Garage überpacken? Unendlich, oder? Ich habe nicht gedacht, dass sie sonst immer den Platz weggenommen haben. Vom LKW. Aber gut. Scheinbar nicht. Können wir hier aber trotzdem dann in die Cheyenne Garage packen, wo wir dann auch den Truck dann rein platzieren. Vom für das Nebraska Event schön wieder hier ausbremsen. Muss er jetzt eh raus, ne? Ich denke, es kommt der kurze Abschnitt auf der
auf dem Highway, dann der ganz kurze Abschnitt auf der Interstate und dann der, ja, Exit right. Dann die Highway Action. Erstmal Motor ausmachen. Schon eine lange Abstand. Ja, ja, das muss kurzer gewesen sein. Das wird der kurze Abstand gewesen sein. So, Interstate 40. Kurz ist relativ. Das wird einmal hoch, wieder runter. Leicht falsch eingeschätzte Bewegung vom LKW vor mir. War ja was. machen auf Windows 54, ach, auf dem Highway 54. Bin ich auch mal gespannt, ob die Züge dann jetzt länger sind dann in Nebraska oder nicht. Ob es auch nochmal ein Upgrade gibt, werden wir sehen. Stay right, then turn right. Turn right. Okay, ich wollte nicht abbremsen, also nicht stehen bleiben.
jetzt sofort. Jetzt mal schön staubigen Piste. Wahrscheinlich. Ist das auf der linken Seite oder wie? Ja, werden wir gleich sehen. Wieder warm hier drin. So 28,5 Grad, kurz vor 29. Parken wir mal hier in zweiter Reihe und schlafen. Und sehr schön, dass es Nacht ist. Gar nicht belastend. In der Sonne. Hier, ey. So, 132 Meilen noch. Dann geht es jetzt auf nach Roswell. So, Roswell. Nartesium. Hatte ich mitbekommen, dass wir im Pueblo und Colo Springs vorbei sind. Das ist echt komplett an mir vorbeigegangen. Wahrscheinlich nicht. Ich muss wahrscheinlich rechts abbiegen, oder? Ah, nee, geradeaus. Sehr schön. Turn left. Einmal kurz rüber. Finding new route. Make a U-turn. Nee. So, ein bisschen weniger drin. Hat sich der Schnee auch weiter gefahren, ne? Da biegen wir jetzt rechts ab. Turn right.
glaube, ich müsste lügen, aber ich glaube, so 24 GB für das ETS 2 1.5 Update, ich glaube, das ist echt so mit das bei weitem mit Abstand das größte Update von ETS 2, was es jemals gegeben hat. Kann das sein? Also ich kann mich noch erinnern, dass es Updates gab mit 8 GB, 9 GB, aber 24, das ist ja schon beachtlich. So beachtlich, dass ich kurz am Überlegen war, Moment, habe ich es irgendwie aus dem Ding installiert? Das war einfach so utopisch viel höher. Aus. Meilen noch. Ich werde auf jeden Fall, zumindest in den Tagen, wo es sehr warm draußen ist, also gut, das ist ja immer mal wieder so und so, also ich hätte jetzt gestern hätte ich noch gedacht, oder gestern Morgen hätte ich noch gedacht, ja gut, ab Donnerstag wird es ja easy going. Ich bin ganz so warm, Regen und so, aber jetzt ist es ja doch schon. Er hat sich ja doch wieder gewechselt, gedreht. Die Vorhersagen mehr oder weniger. Also dass es hier oben im Norden auf jeden Fall deutlich, deutlich länger noch warm bleibt und trocken. Ich glaube bis Montag oder Dienstag oder so. Gut, dann müssen wir schleichen. Warum sollte man 55 fahren, wenn man auch runterfahren kann? Ich war Kollege. Wo sind wir? Ja, also aber jetzt schlaues Büchlein. Am 17. werden wir dann LKW kaufen und dann in Cheyenne loslegen. Wir haben die Garage extra in Cheyenne geholt. Da geht die Reise. Ne? RIP und so, Internet. 15.02 Uhr. Jetzt will ich da mal ganz kurz gucken, ob es halt RIP ist oder ob es einfach gerade nur wegen World of Trucks ist, dass da gerade Wartungen sind. Das wäre sehr belastend. Gucken wir mal kurz gemeinsam nach. Sieht eigentlich. Könnte unter Umständen. Verbindungsverlust gewesen sein, ich sehe aber bei Chatty gerade nichts. Könnte ja belastend sein. Go straight. Da wurde das überhaupt angezeigt. Nö, jetzt nicht einleuchtend.
Aber das Internet läuft, da kann es nicht liegen. Bin mal gespannt, ob der Auftrag dann gleich durch ist. Aber scheinbar ist es wirklich wieder da. Ich glaube, aber sonst würde es ja auch jetzt da im Auftragsscreen laden. Danke fürs Abbiegen. Das Ross raus beschleunigen. Go straight. Na klar. Und jetzt zum Endhaltepunkt. Artesia. 27 Meilen. Sind wir auch in einem Katzensprung da. Da werden wir sehr wenig Zeit verbrauchen. Wir auch schon in Artesia. Fahren wir mal kurz durch Artesia durch. Da war es ja, glaube ich, kurz nach Artesia, ja. Noch ein paar Mal halten, ein paar Ampeln. Hoffentlich mit der grünen Welle. Wäre ja auch so schön um Wahnsinn gewesen, ne?
auch Farm bezeichnet wird. Ballenwagen rüber, der gerade noch zu war. Schön geschmeidig ab. You have arrived at your destination. Your route guidance is now finished. Ja, und die Nähe schadet zum Schlafen. Wir werden zur Werkstatt. Ausgezeichnet ein Square Baler von Rawlins, eine ATS geliefert, Gefahrenstärke 858 Meilen, Dauer 1 Stunde 13 Minuten, Verbraucherkraftstoff 126 Gallonen, erledigte Weltfahrtsaufträge 168 in ATS, das gab nochmal 60.000 dafür, 1.990 Erfahrungspunkte. Kurz vor Level 33, jetzt sind wir bei 1,376 Millionen. Wir fahren mit der Werkstatt auch sogar vorbei. Dann fahren wir mal kurz. Machen wir einen kurzen Umweg bei der Werkstatt. Und hauen uns dann aufs Ohr. Ready to roll. Und wie gesagt. Ein bisschen aus wie Heuballen. Deswegen das U. Boah, das wird auch noch echt hier warm, oder? Das sind manchmal solche Hitzeschübe. Turn left. Jetzt sind wir mal eben zur Werkstatt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder auch nicht. Get ready to turn right. Turn right. So, schnell. Wir sind jetzt sogar hinter einem Stay left. Stay Trooper. Then turn left. Turn left. Kurz Abstecher. Truck reparieren. Mit dem ich dann nach dem Event wieder weiterfahre, um den zu restaurieren, weil er halt derjenige ist, den ich beim Gebrauchtwagen gekauft habe und einfach nur fürs Feeling den restaurieren will. Auch wenn er bei 5 auf 5 Sternen ist, ist es eigentlich nicht möglich, aber einfach nur, weil er gebraucht ist. Der eine Spot in ETS 2, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube im Balkan.
Das sind Balkan, ich glaube schon. Ja, wie gesagt, also wir sehen uns sogar schon ein bisschen früher wieder hier im American Truck Simulator. Nicht wie sonst immer Mittwoch, sondern wir sehen uns hier schon am Freitag. Dann nochmal am Sonntag, am Samstag. Und am Sonntag dann abwechselnd, sprich mit EDL2. Also wird es dann am Montag dann wieder danach weitergehen. Also wir haben wieder einiges zu erleben, einiges zu tun, auch wenn ich nicht den perfekten Rechner dafür habe, weil die es trotzdem tun. Eigentlich war es auch dafür gedacht, nicht die. Ne? Eigentlich wollte ich ja nur die Events fahren, auch mit dem Ding hier. Und aber ja, mache ich jetzt noch zwischendurch so ein bisschen hier. Aber wird viel geben mit ATS und ETS2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Die Events, die starten. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.